So Leute, bevor das Video anfängt, heute ein etwas anderes Intro. Unsere Gedanken sind natürlich bei den ganzen Erdbebenopfern der Türkei und natürlich auch bei denen in Syrien. Erster Link in der Videobeschreibung, wird es auf jeden Fall auch einen vernünftigen Spendenlink geben, wo ihr einer Organisation Geld spenden könnt, falls ihr das supporten wollt. Falls ihr das noch nicht getan habt, tut es auch, wenn es eine kleine Summe ist. Auch wir haben geholfen, wir können euch auch mal hier ein paar Bilder einblenden. Jetzt trotzdem viel Spaß mit dem Video. So Leute, auf jeden Fall, heute gibt es Burger King vs. Wir haben ja letztes Dings gemacht, warte mal. Wir haben ja letztes erstmal McDonald's vs. 5 Sterne gemacht. Das hat den Leuten extrem gefallen. Machen wir 5 Sterne gegen Burger King. Und ich hab eigentlich gesagt, ich will nicht mehr zu Burger King. Ja. Ne? Ich schwöre, ich wollte nicht mehr zu Burger King. Und ich war da und wurde schon wieder enttäuscht. Total enttäuscht. Nach einem Skandal muss ich eigentlich Burger King denken, ich mache jetzt bessere Sachen, weißt du? Ja. Und wir haben wieder den gleichen 5 Sterne Namen, das ist wichtig. Also wir können das gut vergleichen diesmal. Deswegen. Mischen wir nicht. Ich mach Augen zu, Ruhig, ist mir egal. Wir werden die Burger eigentlich auch eh nicht aufessen, Leute, weil, na, so viel Kalorien. Go! Ich nehme meins, du nimmst eins. 3, 2, 1. Nein! Du hast Burger King. Ja. Oh Mann. War das laut. Ich habe wieder den 5-Sterne-Burger vom Burger Me. Leute, das ist bei uns einfach der beste Burger in der Stadt, der hat auch die beste Bewertung. Boah, der sieht aber krass aus. Krieg ich ne? den auch. Guck mal. Ne? Sieht, ich habe Mayonnaise, Tomate, Salat und Fleisch. Mehr habe ich nicht. Bei mir sind Jalapenos, Remoulade. Ja. Bei mir ist einfach komplette Gemüselatte Burger. Da ist Käse drauf, alles. Das ist schon geil. Ich speise jetzt ein, zwei Mal rein. Ich speise auch rein. 3, 2, 1. Super. Na. Ich feiere halt den Crispy Chicken Burger nicht, ne? Der ist okay, aber ich bin jetzt, kennst du so bei, es gab manche Schulen, die haben so Burgers verkauft morgens. So für 2 Euro, das ist meine Altschule. Die schmecken genauso, also ist okay. Oh, ein Biss kriegt ihr noch, das ist genau alles. Ist so eine 6 von 10, der ist halt ein bisschen zu trocken. Der ist extrem trocken. Oh. Die hätten, das ist aber auch zu viel Soße, die hätten den, der ist irgendwie zu trocken. Ich schwöre fast, dieser Burger ist richtig krass. 6 von 10, nein. Meinte ich wirklich, ich habe hier 9 von 10. Ja, passt voll krass Brot zusammen. Ist hart, es ist zu trocken, aber das ist das trocken. Ist ja der Crunchy Chicken, also das ist der Special Crispy Chicken von Burger Me. So gerne aufessen. Aber wir sind ja gerade ein bisschen so am Abnehmen, deswegen passen wir auf, was wir nicht alles essen, aber es wird auf jeden Fall aufgegessen. Halt nicht von uns, aber ja. 9 von 10 bei mir. 6 von 10. Boah, der war richtig krass, ich schwöre. Oh, meiner war trocken, ja. So, next on the gym, weg, mach die Augen zu. Okay, ganz gucken. Was? Ganz gucken. Diesmal umgekehrt Psychologie. 3, 2, 1. Nein! Ich hab wieder das 5 Sterne Ding. Aber ist plant-based? Hier steht plant-based. Nee, ist nicht plant-based. Ich glaube, da steht einmal überall drauf. Von Gibby. Wenn's plant-based ist, ist es am Ende bei Burger King wieder plant-based. Ja, das ist plant-based, weil das Onion Rings sind. Achso, ja. Ich dachte, das wären Nuggets. Nee. Ich habe Chicken Wings, oh mein Gott. Aber warum was? Ja, wir wollten eigentlich bei Burger King auch Chicken Wings holen, aber mal wieder hatten sie das nicht da. Deswegen haben wir gesagt, scheiß drauf, dann holen wir einfach auch Onion Rings. Die sind gut. Ja, die bei Burger King sind wirklich krass. Boah, Leute, die sind solide. 9 von 10, ich schwöre, 9. Die sind extrem lecker. Die sind auch noch ein bisschen kalt, ne? Ja, aber lauwarm. Ja. Aber ich schwöre, die sind krass. Hä, hey, Burger King, aber stabil. Der Mick ist eigentlich einer, der letzte Mal richtig viel Fleisch an seinem Chicken Wings. Weißt du, was das Ding ist? Ich finde, bei einem Chicken Wing muss die Marinade der Vordergrund sein. Und ist es hier leider nicht. Also, ich finde mein Onion Ring, ne? Der ist perfekt süßlich, perfekt frittiert. Der ist perfekt gemacht, for real. Der ist perfekt 9 von 10, aber 10 von 10 ist ja so. Perfekto. Deswegen 9 von 10. Meiner kriegt eine 7 von 10. Wer die Marinade kraft, wird der wirklich schon 9 von 10 kriegen. Eigentlich hier fehlt noch Sour Cream Soße, dann wäre das richtig. Sour Cream. Kommen wir einfach zur nächsten Runde, ne? Next round. So Leute, next round, John Wick macht wieder die Augen zu. Und wir machen jetzt ganz viele Schnelldurchgänge, wir reden nicht mehr so viel wie früher. Ah nein, aber ich will die 5 Sterne. Ich weiß aber nicht, wo war es mal wieder, ne? Mach auf. Ich nehme meins. 3, 2, 1. Ja! Und ich will kein Burger King essen, wirklich. So. Oh, ich glaube, deiner ist richtig geil. Du hast einen veganen Crunchy Burger, ich habe den Veggie King. Von Burger King. Das Ding ist, boah, der sieht man so kann krass sein, aus. Was man will, ne? Vegan wird immer leckerer, ne? Sieht auch lecker und aus, ne? Der sieht es gar nicht ist klimafreundlicher, aus. Leute, und besser für die Tiere, ne? Und vegan wird immer
anspruchsvoller. Ah, guck mal, das Ding ist... Bei mir ist eine Chili-Soße drunter. Guck mal, weißt du, was ich feiere? Guck mal, wie viel Salat. So, ich mag Salat, ne? Aber... Und guck mal, wie klein der Patty ist. Ja, das ist die einzige Scheiße. Deswegen aber, schieb den Patty ein bisschen nach vorne, glaub mir, und danach beiß da rein. Ich gebe meinen jetzt die Chance, sich Burger King überzeugt mich vom Gegenteil, dass vegan schmecken kann. Weißt du, was das für ein veganer Burger ist? Mm-mm. Kennst du diese veganen Menschen, die kein Fleisch essen können? Mm-mm. Also die kotzen, wenn die Fleisch essen? Ja. Für die ist der gut, weil man merkt, dass es kein Fleisch ist. Aber es gibt ja auch diese veganen Burger, die schmecken extrem nach Fleisch. Das ist so plant-based, was du meinst. Ja, ja. Und hier merkt man wirklich, das ist kein Fleisch, das ist so ein Pilz, glaube ich. Ich weiß nicht. Aber, Leute, falls ihr kein Fleisch essen könnt, der Burger passt perfekt. Also der ist wirklich lecker. Nur nicht für mich. Komisch. Also, das war ja kein Plant-Based Burger, das war ja ein Veggie-Burger und das hast du auch rausgeschmeckt, fand ich. Also ich gebe dem eine 9 von 10. Meiner kriegt auch eine 7 von 10, aber war gut eigentlich. Wenn ihr vegan seid und kein Fleisch essen könnt, dann isst den, Leute. Der ist wirklich gut, aber halt nicht Beyond Meat oder wie man das nennt. Aber kommt zur nächsten Runde, let's go. So, Leute, next round. Jim, Big, mach die Augen zu, bevor ich dich noch zusammen... ...kaputt mache. Kann ich? Oder nicht? Was macht ihr da? Ich will nicht, dass du irgendwie den Sound hörst von diesem Papierding. Kann ich? Ja. 3, 2, 1. Nein! Ja, hast du kein gehört? Burger King. Nein, Mann, ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. Ich hab wieder Plant-Based, aber ist das jetzt wieder Plant-Based? Nein, das ist kein Plant-Based, das sind Nuggets. Aber Nuggets bei Burger King sind eh nie die krassen gewesen. Hä, bei mir sind das irgendwie so komische Nuggets. Die sehen gut aus, aber... Die sehen aber richtig krass aus, ne? Boah, Leute, ich gönne mir jetzt auf jeden Fall eins. Aber keine Soße dazu gegeben, oder? Guck mal in die Tüte. Ne. Guck mal in die Tüte. Mhm. Ja, Burger King kackt eh nur noch rein. Doch. Die haben... Keine Soße. Können wir uns erteilen. Aber ich weiß die von Burger King nicht. Entschuldigung, der kriegt eine 10 von 10 von mir. Da ist wirklich eine 10 von 10. Weißt du, was ich bei Burger King komisch finde, Abi? Mm. Diese Nuggets schmecken nie, ne? Mm. Aber dieser Chicken Nugget Burger, der schmeckt geil. Der ist krass, aber obwohl das eigentlich, das müssten ja vom Prinzip her dieselben Nuggets sein, aber diese Nuggets schmecken irgendwie anders. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber, guck mal, dafür, dass es eigentlich mal so eine 7 von 10 Burger King ist. Das erste Mal, dass ein Produkt eine 10 von 10 hier kriegt heute. Mm. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Eure Nuggets eigentlich nicht, aber Burger King diesmal 7 von 10, weil ich nicht. Komm zur nächsten Runde, let's go. So Leute, next round, doch die last round, glaube ich, ne? Und diesmal mache ich wieder die Augen zu und hoffe, oh, ich habe nur einmal 5 Sterne. Ich tribbe jetzt das 10. Hm? Wenn A Quadrat, B Quadrat gleich C Quadrat ergibt, öffne. Dann muss ich deins nehmen. Hm. Oh, der ist schwer, das ist safe. 3, 2, 1, ja! Huh? Der kann auch krass sein, ne, John? Das die Packung sieht krass aus. Das ist ein komplett schwarz. Das ist ein komplett neuer Burger von Burger King. Der nennt sich King Harris. Okay, lass mal gleichzeitig öffnen. Warte, meine geht irgendwie schön auf. Ja, meine auch. 3, 2, 1. Oha! Ich hab wohl das krasse Brot. Boah, John, guck dir das an. Boah, der sieht besser aus als meiner. Ich bin ja. Boah, geil. Boah, guckt ihr euch das an, Leute. Ich hab so Brötchenbrot irgendwie, ne? Dann innen drin. Alter, was ist das? Was ist das für eine Soße, Abi? Ich weiß nicht, wie die heißt. Boah, das Brot voll qualitativ. Ja, ein Brot ist auch krass. Ich hab Brot, Salat, Rucola, Tomaten, Onion Rings. Ich hab nur Zwiebel, Tomaten, Salat, Soße. Oha. Boah, der ist richtig krass, der Burger. Der die Onion Rings waren schon drauf. Ah, jetzt hab ich zum ersten Burger gewonnen, stolz. Leute, ich probier. Kann sein, dass der Scheiß schmeckt. Aber sieht schon vielversprechend aus, ne? Oh mein Gott. Der ist zwar lecker, aber die Soße kackt rein. Scheiße, Mann. Ich hab mich so gefreut da drauf. Das schmeckt so krass, ne? Aber ich finde, die Soße passt das nicht. Das Brot ist so geil, Abi. Guck mal, wie flauschig das ist. Ja, merke ich. Das ist richtig flauschig. Du hast ja einen Angus-Burger, ne? Also richtiges krasses Fleisch. Ja, das Fleisch ist extrem krass. Die Soße, ey, das... Beiß mal rein. Man hat nicht so einen krassen Biss, aber... Junge, der bockt um nochmal. Ich freue mich, der schmeckt extrem krass. Konsistenz vom Brot kackt rein. Finde ich. Ich finde es geil. Ich finde, man muss merken, wenn man auf Brot beißt. Aber... Das ist nicht mein. Aber das Fleisch ist wirklich gut. Du merkst das. Das riecht gut raus. 10 von 10. Findest du? Ich finde den extrem lecker. Meiner kriegt so eine 7 bis 8 von 10. Oh mein Gott, ey. Das ist einer der leckersten Sachen, die ich bisher gegessen habe, gefühlt. Also einer der leckersten Burger. Das Brot, ich weiß, was du meinst, aber ich feiere das.
Also hat man wieder eine Fastfood-Kette nicht gegen 5-Sterne-Burger gewonnen. Ja. Das Ding ist, eigentlich Fastfood-Ketten müssen ja gut sein, weil sie sind ja so international, ja. Aber irgendwie diesen Chöppen, keine Ahnung, verbessert euch, ne? Beim Burger King, verbessert euch. Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und willst du noch was sagen, Abi? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.